Hallo und herzlich willkommen zum Oberfiedler Adventskalender. Heute öffnen wir das 15. Türchen. Mal schauen, wer uns heute eine Geschichte vorliest. Hallo, mein Name ist Jennifer Groß und ich bin die Schulleiterin der Grundschule an der Stichnattstraße, hier in Bremen-Kattenturm. Und für den digitalen Adventskalender habe ich heute ein Buch mitgebracht, das heißt Erst ich ein Stück, dann du, das große Buch der Weihnachtsgeschichten von der Autorin Ursel Schäffler. Und das Schöne daran ist, dass man das mit Mama und Papa abwechselnd lesen kann, wenn man schon lesen kann. Die Geschichte, die ich ausgesucht habe, heißt Die Weihnachtsgrippe. Kurz vor Weihnachten bekam der Weihnachtsmann eine richtige Grippe. Wahrscheinlich kam das daher, weil er im Schneegestöber zu lange auf dem Weihnachtsmarkt herumgelaufen war. Hatschi! Ausgerechnet in der Hochsaison, stöhnte er und putzte sich die Nase, die vom Schnupfen noch röter war als sonst. Wenn es mir in 2 oder 3 Tagen nicht besser geht, gibt es in diesem Jahr keine Geschenke, sagte er zu Rudolf dem Rentier. Das darf nicht sein, schnaubte Rudolf entsetzt. Die Kinder freuen sich so auf Weihnachten, man darf sie nicht enttäuschen. Was kann ich machen, seufzte der Weihnachtsmann und wickelte sich fester in seine Wolldecke. Gegen Grippe ist selbst ein Weihnachtsmann machtlos. Rudolf trabte in den Wald und suchte nach Wurzeln und Kräutern, von denen er wusste, dass sie Heilkräfte hatten. Er kochte einen Tee daraus. Schmeckt ja scheußlich, sagte der Weihnachtsmann. Aber es hilft, behauptete Rudolf. Doch die Weihnachtsgrippe ließ sich auch von den Kräutertees nicht gleich einschüchtern. Auch am nächsten und am übernächsten Tag hatte der Weihnachtsmann Fieber. Noch 3 Tage bis Weihnachten und ich kann nicht in meine Werkstatt. Wer soll denn die Geschenke fertig machen? Zuerst musst du gesund werden, sagte Rudolf. Er tat etwas Baldrian in den Kräutertee und deckte den Weihnachtsmann bis zur Nasenspitze mit einer Wolldecke zu. Dann ging er in die Werkstatt. Dort standen Mengen an Spielsachen herum, die noch nicht fertig waren. Puppenstuben, Kasperltheater, Eisenbahngleise, Ritterburgen, Piratenschiffe und viele andere Weihnachtsüberraschungen, die noch verpackt und mit Namen versehen werden mussten. »Mal sehen, was ich tun kann«, murmelte Rudolf ein wenig mutlos. Rudolf selbst war zwar ein äußerst geschicktes Schlittentier, aber bei Handarbeiten ziemlich ungeschickt. Deshalb brauchte er dringend Hilfe. Er rannte in den Wald hinaus. »Hallo, alle mal herhören, ihr müsst mir helfen«, rief er den Waldtieren zu. »Der Weihnachtsmann ist krank«, wir müssen ihm helfen, sonst gibt es in diesem Jahr keine Weihnachtsgeschenke für die Kinder. Das wäre sehr schlecht, rief der Specht und klopfte so laut, dass es auch die Tiere hörten, die weiter weg in Höhlen wohnten oder hoch in den Wipfeln der Bäume hausten. SOS, der Weihnachtsmann braucht Hilfe, klopfte er in die Baumrinde. Bald darauf wurde es lebendig im Wald. Die Tiere kamen mitten in der Nacht zum Haus des Weihnachtsmannes, der einen ganz roten Kopf vom Fieber hatte und tief und fest schlief. Der Specht hatte nicht umsonst getrommelt. Seine Botschaft war angekommen. Jeder machte das, was er besonders gut konnte. Der Kleiber leimte. Das Eichhörnchen packte alles in Kästen. Die Eule stopfte die Ecken mit Flusen aus, damit nichts zerbrach. Die Spinnen woben silberne Fäden. Die Hasen halfen beim Einwickeln und die Haselmaus beim Zuschnüren. Die Elster beklebte die Pakete mit Sternen aus Glanzpapier. Der Rabe schrieb die Adressenschilder, so wie es Rudolf aus dem großen Auftragsbuch vorlas. Familie Wiesel brachte alles hinaus zum Schlitten. Der Berg der Geschenke wuchs. Am Morgen war alles fertig. »Hab ich heute Nacht aber unruhig geträumt«, brummte der Weihnachtsmann, als er erwachte. »In meinem Kopf hat es dauernd gehämmert und geraschelt.«
Das war nicht in deinem Kopf, das war in unserer Werkstatt, sagte Rudolf vergnügt. Und weil der Weihnachtsmann kein Fieber mehr hatte, brachte ihm das Rentier jetzt einen großen roten Bademantel und seine Pantoffeln. Hat hier einer gezaubert? Staunte der Weihnachtsmann, als er sah, dass alle Arbeit getan war. Zusammenarbeiten ist keine Zauberei, sagte Rudolf und berichtete stolz, wie alle Tiere mitgearbeitet hatten. So kam es, dass der Schlitten mit den Weihnachtsgeschenken schließlich doch noch rechtzeitig auf die Reise gehen konnte, auch wenn der Weihnachtsmann noch ein bisschen schwach war. Die Waldtiere und Vögel, die den Schlitten ein Stück durch den Wald begleiteten, riefen besorgt: Halt dich gut fest, Weihnachtsmann, damit du nicht runterfällst, wenn Rudolf durch die Lüfte saust. So erreichten auch in diesem Jahr wieder alle Geschenke die Kinder pünktlich zur Bescherung. Ein kleiner Junge staunte allerdings, als er in seinem Lego-Baukasten eine Haselnuss fand. Da hatte das Eichhörnchen beim Einpacken nicht aufgepasst. Aber so ein kleines Missgeschick kann schließlich jedem passieren. Hier ist die Geschichte zu Ende. Und mir bleibt noch, euch allen und euren Eltern eine ganz schöne Winterzeit und ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen. Ganz viel Spaß dabei!